Ich stehe an jenem Ort, an dem mein Leben einmal seinen Anfang genommen hat, wo es in die falsche Richtung gelaufen ist und der Moment mein liebstes Reiseziel ist. Ich bin nicht mehr auf der Flucht, sondern dort ausgestiegen, wo ich immer schon einmal hin wollte, bei mir selbst. Hier soll dieses Buch beginnen. Dieser Ort ist meine Kindheit. Ich habe hier mich als Mensch erfahren. Als Kind durfte ich hier einfach in so konzentrischen Kreisen meine Umwelt erfahren. Und das ist irgendwie, das hat auch viel für mich als Mensch gemacht. Es war eine schöne, sehr behütete Kindheit, würde ich sagen. Also wenn man sagt, wo die Welt angefangen hat zu beben, für uns war dieses eine Weihnachten, wo meine Schwester meiner Mutter gesagt hat, dass sie den Verdacht hat, dass mein Vater drogenabhängig ist. Und dann ab da war dieser Cut, da hat es angefangen, dass die Welt Risse bekommen hat, in der wir dann auf einmal nicht mehr die Sicherheit hatten, in der wir vorher eigentlich gedacht haben, in der wir stecken. Ich war 12, 13, meine kleine Schwester 7, als das passiert ist, meine große Schwester 18. Mein Vater war sehr verbunden mit seiner Mom, mit der Marianne, die hier gewohnt hat. Die ist dann irgendwann an Krebs gestorben und da hat ihm ein, man kann jetzt nicht sagen Freund, aber es war ein Freund, der dann später zu seinem Dealer wurde, ihm Heroin angeboten. Und ich glaube, es hat ihm halt in dem Moment, war das halt ein guter Ausweg, ein schöner Ausweg für ihn und hat sich daran festgehalten, an dieser Droge. Und ist natürlich süchtig geworden und er war ein normaler Dad, das war kein Junkie. Der hat seinen Job, ist dem nachgekommen. Er hat uns Kinder immer geliebt und wirklich auf Händen getragen. Es war ein Heroinabhängiger in einer normalen mittelständischen Familie, der funktioniert hat. Für Jahre. Das hat der 4, 5 Jahre gemacht. Ja, ich meine, dass das dann mit meiner Mutter nicht sich ausging, ist, das war dann klar. Ich hatte es eh lang genug irgendwie versucht und ihm da geholfen oder unter die Arme gegriffen. Aber ja, es ging sich halt für die Familie dann nicht aus. Und ich musste dann auch irgendwann raus und bin mit 17 ausgezogen. Und dann hat für mich dieser wirklich selbstbestimmte Weg angefangen. Und so habe ich dann einen Flug gebucht und bin nach Kapstadt gezogen. Habe mich unfassbar verliebt in eine Frau, Mary Beth, halb Nigerianerin, halb Engländerin, die in New York in der Bronx, in der tiefsten Bronx gelebt hat. Dann bin ich von Kapstadt ins schwärzeste New York gezogen. Wir haben einfach so ein New York-Life gehabt, wie man sich im besten Leben nur vorstellen kann. Also mit Models von einer Party in die andere gezogen zu werden, wo man fantastische Leute kennengelernt hat. Dann ging die Reise weiter für mich. Bin dann nach Australien gezogen. Da habe ich mir gesagt, okay, ich suche mir jetzt irgendwas auf der ganz anderen Seite der Welt aus. Ich habe dann immer wieder zwischendrin die Fashion Weeks in Mailand und Paris mitgemacht. Dann bin ich irgendwann nach Mexico City gezogen. Ich werde voll oft gefragt, so, wo hat es dir am besten gefallen? Ich muss auf jeden Fall sagen, Mexiko ist mein Traumland. Es sind so viele Erinnerungen. Ich habe verschiedene Kulturen kennenlernen dürfen und Farben, Gerüche kennengelernt, Sachen gegessen, von denen ich noch nie gehört habe. Oder auch die Gespräche, die ich haben durfte, die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ich muss sagen, meine Schule wurden die Menschen und die Länder und die Farben, Kulturen, Religionen, aus denen ich mich irgendwie herauskristallisiert habe. Also es war wichtig. Dann war ich 22, 23, war gerade in Zentralamerika unterwegs nach einem
nach einer fürchterlichen 2-3 Wochen Zeit, die ich hatte, und irgendwie hat sich das alles schon so angebahnt, da stand ich an einem schwarzen Lavastrand und dann ruft mich meine große Schwester an und sagt, dass ich jetzt stark sein muss und dass das Schlimmste passiert ist, was ich mir vorstellen kann, und dass sich Lisa das Leben genommen hat, dass sie sich an dem Haken aufgehängt hat, an dem wir früher noch unseren Skychair hatten und wo wir von unserem Hochbett runtergerutscht sind. Meine kleine Schwester und ich, wir waren extrem verbunden. Wir haben unsere ganze Kindheit haben wir uns sehr geliebt. Wir haben uns viel an den Händen gehalten und haben uns viel umarmt und hatten viel gespielt. Wir waren in der Schule, waren wir zusammen im Zirkus und wir hatten auch eine Akrobatiknummer zusammen. Jeden Tag morgens mit den Fahrrädern sind wir ins Gymnasium gefahren. Und irgendwann bin ich dann diese Strecke nochmal mit dem Rad gefahren und hatte irgendwie Kopfhörer auf und habe Musik gehört, die wir geliebt haben. Jan Tiersen von Die fabelhafte Welt der Amelie. Und irgendwie war sie dann nach ihrem Tod, war sie so extrem da, sie ist so neben mir gefahren, wie so ein Geist mit dem Fahrrad, ist so durch mich hindurch gefahren und wir hatten so, und als ob sie mir noch eine Chance gibt, dass man sich noch mal so kurz spürt. Ja, also wir waren sehr verbunden, eine sehr liebevolle Kindheit haben wir zusammen verlebt. Hat einfach wahnsinnig viel mit mir angestellt und ich bin froh, dass ich damals den richtigen Weg gegangen bin oder wenigstens die Chance hatte, dann einen Weg einzuschlagen, der mich zu diesem positiven Menschen gemacht hat. Es hat mir wirklich viel Mut gegeben und es hat mir wahnsinnig viel Angst genommen, weil das Schlimmste, was mir hätte passieren kann, ist mir schon passiert. Ich hoffe, wenn ich das erzähle, dass Menschen, dass auch ich hoffe ja, dass denen sowas nicht passiert, aber dass sie trotzdem den gleichen Antrieb kriegen können wie ich oder dass sie das Leben trotzdem so feiern können und auch in jeder Kleinigkeit irgendwie Liebe sehen und schöne Sachen und in jedem Menschen auch irgendwie einen Funken finden, den sie schätzen und der sie irgendwie weiterbringt. Das ist, was ich echt gerne jedem in die Hand geben möchte, dass er sich so fühlen kann, wie ich mich die meiste Zeit fühle. Frei, glücklich und mit einer Liebe zu allem und jedem, was um mich herum schwirrt. Irgendwie ganz viele Sachen ausprobiert, die ich auch ausprobieren musste, weil wenn du es nicht ausprobierst, weißt du es nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Und so habe ich meine Erfahrung gemacht. Ob mit einer Schaufel in Sydney oder halt mit einem Silbertablett in New York. Weiß nicht. Und jetzt sitze ich wieder hier an dem Ort, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich die Schlüsselteile aus der Mosach gezogen habe und bin jetzt mit diesem Buch auch wieder bei mir angekommen. Also es war eine große, lange Schlaufe, die ich machen musste, um jetzt wieder an dem Ort meiner Kindheit zu sein und das auch als meine Heimat zu begreifen und mich 100% wohlzufühlen. Und ja, war ein langer Weg, aber I made it.